Azubi, der Martin ist da. Hallo. Hallo. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Ich bin froh, hier zu sein. Ist das für dich schön, über andere Conventions zu laufen und nicht der Veranstalter zu sein? Ist es etwas entspannter oder musst du trotzdem mit Milliarden Leuten reden, wie jetzt zum Beispiel? Es ist auf jeden Fall entspannter. Als Veranstalter hat man ständig Druck, steht unter Strom, muss sich um viele Dinge kümmern. Und auf anderen Conventions zu sein, hat absolut seinen Charme, klar. Und siehst du manche Abläufe und erkennst direkt, was da Sache ist? Also so vielleicht so ein Stress in den Augen, wo du weißt, oh, jetzt ist wieder was passiert, also bei den anderen? Ja, aber ich finde hier, auch jetzt hier auf der Convention in Dresden, sehr gut organisiert, muss ich sagen. Bin echt positiv überrascht, also was geil ist, was der Schulle hier auf die Beine gestellt hat. Ne? Ja. Gute Stimmung, tolle Leute hier, ja, gute Convention. Es ist ja auch ein kleines bisschen ähnlich wie bei euch in Dortmund, dass auch Lifestyle mit drin ist, also hier mit Autos und Sneakers und so weiter. Wie weit seid ihr denn schon mit der Planung? Seid ihr schon so weit? Steht schon alles? Oder? Nee, alles steht noch nicht, ja, aber natürlich haben wir mit den Planungen schon längst begonnen. Was sicher ist, ist, dass wir das Konzept jetzt wirklich machen als TattooCon, also nicht dieses Street-Style und Tattoo-Convention, das ist so zwei Veranstaltungen, das gab etwas Verwirrung. Ach so, das war letztes Jahr nur so? Oder habe ich mich jetzt auch verwirren lassen? Dann erklär bitte noch. Genau, also das war, wie gesagt, letztes Jahr so gewesen, das war ein Versuch und dieses Jahr ist es die TattooCon, aber zu einer TattooCon in der heutigen Zeit gehört halt mehr dazu. Die ganze Tattoo-Szene, also die Menschen, die sich halt tätowieren lassen, sind sehr individuell, die Stile sind individuell und zu diesem Lifestyle passen halt ganz, ganz viele andere Dinge und die wollen wir den Besuchern natürlich auch mit zeigen und dort auch bieten. Und was bedeutet das genau? Also jetzt abgesehen von den üblichen Ständen wie Tätowierer natürlich und sowas wie so Klamotten, was habt ihr da noch so am Start? Kannst du das schon verraten? Ich will nicht alles verraten, das soll ja auch eine Überraschung sein. Ja. Wir versuchen natürlich neue Wege zu gehen, aber es gibt auch wieder neue Food-Konzepte, die mitplatziert werden. Wir haben einige große Firmen, die auch Interesse an der Kooperation haben. Wir haben auch, also bin froh darüber, auch große Medienpartner gewonnen zu haben und freue mich auch schon auf die Veranstaltung. Und wie gesagt, Anfang Juni ist ganz schön schnell, aber es wird cool werden und ich möchte euch alle da sehen. Komm vorbei. Ja, genau. Auf wie viele Conventions gehst du denn so im Jahr? Also besuchst du da noch viele oder hast du da eigentlich auch gar nicht so die Zeit für? Also ich besuche schon große oder gute Conventions. Jetzt waren wir halt auch in Zwickau gewesen, beim Randy auf der Convention. Die ist jetzt zwar nicht so groß, aber hat ein mega Line-Up. Und Randy ist ein guter Freund von mir. Wir haben auch hier gemeinsam in Dresden einen Stand zusammen. Und sonst Mailand, London, Barcelona, also Frankfurt, aber auch Mönchengladbach. Es gibt schon ein paar echt gute Convention auch in Deutschland, die mit Herz, Liebe gemacht werden, wo auch einfach auch richtig gute Tätowierer vor Ort sind und auch einem was geboten wird fürs Geld. Ja. Hast du denn einen Favoriten natürlich außer der eigenen Convention? Oder darf man das jetzt gar nicht so sagen? Also ein Favorit nicht, aber man merkt einfach, dass die meisten Veranstalter sich echt viel Mühe geben und mit Herz bei der Sache sind und einen echt guten Job machen. Ja. Auch hier in Dresden oder Leipzig sind auch richtig tolle Conventions. Ist schön zu sehen. Mönchengladbach finde ich auch ganz, ganz toll von der Atmosphäre her. Mhm. Tauschst du dich denn mit denen auch aus oder ist es eher so, dass man dann mal ganz froh ist, wenn man nicht über die Convention oder das ganze Plan reden muss? Oder sagt ja auch manchmal so, ach, ich habe einen Tipp, der und der Caterer oder ich kenne mich ja gar nicht aus, merkt man aber. Ne? Oder redet ihr dann noch über andere Dinge? Also das wird sich jetzt so ein bisschen mehr und mehr ergeben, ja. Man rutscht da schon zusammen und schaut, Synergien auch nutzen zu können, ja. Das heißt, es ist also nicht so wer hat die geilste Convention, sondern dass man auch untereinander sich unterstützt und versteht und so weiter. Ist ganz wichtig. Und wie gesagt, viele machen das auch schon viele Jahre. Jetzt Dortmund ist jetzt zum 23. Mal. Das ist schon eine echte Zeit, ne? Das stimmt. Hast du denn außer Conventions und vor allem auch deiner Convention dieses Jahr etwas, worauf du dich besonders freust, was du erzählen magst? Oder ist das alles eher privat und geheim? Was ich mich besonders freue, ist eigentlich der Geburtstag meiner Frau. Einfach, der ist diesmal nicht über das Convention-Datum und ich hoffe eigentlich auch mal endlich mit ihr ein bisschen Zeit mehr genießen zu können, mich einfach auf sie zu konzentrieren. Sehr schön. Oh, das hast du schön gesagt. Da würde ich dich auch am liebsten direkt wieder zu deiner Frau lassen. Es sei denn, du möchtest noch was ganz Wichtiges erzählen, was ich vergessen habe. Also, ja, ganz wichtig. Ey, Leute, schaut Stichpunkt TV. Ist echt geiler Channel, ne? Und die Leute dahinter machen das mit Herz.
Das stimmt. Muss man auch mal würdigen. Dankeschön. Ja. Lass dich drücken.